Hi, na? Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Hysteria. Ja? Wer hätte gedacht, dass ich nochmal wiederkomme, nachdem ich den letzten Part so beendet habe, projektmäßig. Aber ja, wir sind noch nicht fertig, habe ich das Gefühl. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Auch nur so ein bisschen. Und ja. Da. Da ist noch was. Und wollte schon sagen, es hat ein bisschen so abrupt aufgehört. Vor allem da der Kampf gegen Jade und Sophie jetzt nicht so stark, so schwer war. Und dann sehe ich, dass da noch irgendwas ist und denke mir, gehen wir mal hin. Und ja. Hier wartet noch was. Ein Skelettdrache. Ich wollte schon sagen, die haben doch gesagt, wir wollten uns um was kümmern. Also bin ich ein bisschen blöd auf einmal. Aber na gut. Fokus 13.000. Ein grausamer Gegner, dessen Atem jemand verfluchen kann. Einmal verflucht, kommt man nicht mehr so leicht davon. Ein Seraph, der flucht ist, sollte sich lieber vom Kampf zurückziehen. Eine falsche Bewegung könnte unser Ende bedeuten. Wir dürfen nicht mal eine Sekunde lang unachtsam sein. Na los, Leute. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Welches Level bist du? 188. Du bist gegen nichts schwach, außer gegen normale Angriffe. Was? Wow, kommt so viel Schaden. Du hast jetzt kein Eisteiler. Wer wird das schaffen, oder? Ja, schon 20.000 abgezogen. Doch locker, ja, hallo. Ich will da mehrere Sachen angreifen. Vor allem, wenn ich mich so verabschiedet habe und so, ne? Kommt hier noch ein Gegner, ey. Ich krieg die Krise. Und der heilt sich die ganze Zeit, sehe ich. Meine Güte. Halte ich mal von Verbrennung, bitte. Kann ich bestimmt vom Weiten die ganze Zeit abschießen, ne? Sieht mir jetzt nicht so ouch, stark aus. Der Reichweite, ey. Und sagen halt ich auch so, also können wir locker 10.000 abziehen. Oh Gott. Der hat auf jeden Fall deftig mehr rein als Jade und Sophie. Ich kann auch einen Eisteiler vielleicht einsetzen. Ich glaube, das klingt nach einer guten Idee. Ja, machen wir das. Ich ziehe den Kampf zwar ein bisschen länger, wir haben ja gerade 3 Minuten. Das sieht jetzt nicht so aus, als würde der Kampf so lange dauern. Ja, kann doch nicht so einfach sein. Ich bin danach der letzte Boss hochgeballert. Aua. Ich habe auch keine Items, die mehr reilen, ne? Ist doch normalerweise auch. Ist das. Er hat eine riesige Reichweite, aber ich auch. Also ist er kein Problem. Halt auch schon mal mehr abgezogen. Ist noch, wie ich den letzten Drachen erledigt habe? Genau so, ja. So, jetzt wechsle ich einmal. Und ihr tut euch wieder. Ja, könnt ihr mal damit aufhören? Das ist ein echt. Das finde ich echt nicht okay, dass ihr andauernd deamatisiert, wenn ich das mache. Ist ein Zombie nicht eigentlich gegen Feuer anfällig sein? Und also Zombies an sich eigentlich. Boah.
Solange wir so weitermachen, ist das eigentlich kein Problem. Wird halt nur ein bisschen lange dauern, habe ich dafür. Ist ja nichts gegen den Drachen aus Kingdom Hearts, den sich Malefiz verwandelt hat. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Langsam, was bringt das überhaupt beim Gegner? Ich kann sowieso keine Seilwertschritte machen. Ist ja nichts im Gegensatz zu den Bossen, die ich mittlerweile bei Bravely Second bekämpfen muss, was ich offscreen spiele privat. Irgendwie bist du nichts. Allgemein die Bosse ja. Riesen geil Spiel, das hier auch wollen. Bravely Default und Bravely Second. Weil die alten Final Fantasy Spiele mag. Vor allem am Anfang haben wir wieder so viel abgezogen zu reden, ey. Jetzt immer wieder so wenig abziehen, da verstehe ich schon wieder nicht. Ja, Edna, du hast nur einen, super. Aua. Ja, dann mache ich das eben. Jetzt hat sie schon wieder eine verdammte. Wie machst du das eigentlich? Ich bekomme so gut wie gar keinen Schaden mehr. Schaust du heute die ganze Zeit spiken? Das dauert einfach wieder so lange, ne? Ich geh nicht so nah zu gehen, Mann. Wow. Warum bist du auch so fett und nimmst den ganzen Kampf halt, ja, ehrlich. Er ist voll nervig. Ich heile dich schon. Ah! Oh, Rose, kannst du mal auf in die Nase spiken? Wir haben so gut wie gar keinen Schaden. Wie schaffst du das eigentlich? Das ist dann langweilig. Hätte ich auf einem kleineren Schwierigkeitsgrad keinen Unterschied gemacht, leider. Ich war ja. Wir haben ja jetzt jemand so ein ganz kleines bisschen. Obwohl, ist eigentlich nicht so viel. Meine Güte, das dauert ewig hier. Was für eine Verteidigung oder was weniger Verteidigung als ab, wenn man zu leider wechselt. Ja, schon wieder Zavets Schmelztiegel all over again. Ja, jetzt mal hier aufpassen. Die ist schon wieder verflucht. Willst du mich verarschen? Oh.
メイルストローム青の4連おっと新車かけろ爽快の8連早急の12連青の4連Oh, ich habe keine Dinge gesehen gerade. Das geht doch so nicht, ey. Muss ihn schneller gegeben haben. Bei mir ist es ja nicht so, als müsste ich irgendwie auf Abstand gehen. Es ist nicht so, als würde ich hier einen Menschen Schaden oder so fressen, ne? Ja, ich bin nicht so ein Stück für. Gleich haben wir die Hälfte geschafft. Gut, ne? Ich glaube, ich ziehe so ein bisschen mehr ab. Komm schon. Hör auf abzuwehren, Mann. Naja, ein bisschen mehr hat sich, glaube ich, ab. So, die Hälfte haben wir. Gleich legt er wahrscheinlich richtig los, ne? Kenne ich doch wieder. Oh, sehr gut, was betäubt. Soll ich nochmal betäubt sein, mein Gott. Sehr spannend ist der Kampf jetzt eigentlich nicht, der dauert nur einfach lange. Mein Gott. Diesmal nicht. Warum kann ich nicht? Warum kann ich nicht? Warum kann die sich nicht selber? Ja, super. Geh doch mal irgendwann weg. Das ist dann schon wieder eine Verarschung. Das gibt's doch einfach nicht. Müsst ihr euch jedes Mal, ey, das ist jedes Mal so. Ja, ich tue den Charakter wechseln, aber das heißt doch nicht, dass ihr dann jedes Mal, wenn ich von euch wechsle, immer aus der Amortisierung ausgehe. Das ist jedes Mal so. Dann tue ich die ganze Zeit mit seinen Scheiß wegschützen. Sack. Aha. Lass euch nicht davon treffen, verdammt. Ja. Hier schon immer genau dahin, wo die nicht sind. Wenn ich von den ganzen Mist nicht auch getroffen werde. Wer hat eigentlich erfunden, dass jedes Mal, wenn ich irgendeine Krankheit habe, dass ich mich nicht heilen kann? Das ist ein bisschen unnötig wieder. Nein. Lass mich nicht treffen. Ich
Schwer ist der nicht, der ist einfach nur, dauert einfach nur richtig lange, hier den zu erledigen. Kann aber nicht euer letzter Boss sein, oder? Kann ich mir vorstellen. Boah. So geil, mit Leo. Ich wusste, er ist weg. Ist bei dir gut aufgehoben. Das ist eigentlich schwächer geworden, wenn. Meteoritensturm, super. Boah, einfach wieder einstehen. Etwas gar nicht getroffen. Sieht größer aus. Meteoritensturm. Oh nein, macht er jetzt nicht so oft. So, ich habe mal gleich. Artverteidigung minus. Dann komm her. Damit. Bringt leider nichts, weil meine Art Angriff ist auch hoch jetzt, ne? Sieht man das irgendwie da in den Werten? 2100, das ist viel. Sehen meine ganzen Agami-Kämpfe überhaupt übrigens aus? Immer nur den, ja. Obwohl es ohne alles Teile wäre ich hier voll aufgeschmissen. Ah, jetzt bin ich auch gelähmt. Oh ne. Dann müsstet ihr auch wissen, dass ihr ohne Amortisierung aufgeschmissen seid, ne? Was ist das denn? Du sagst mir, ich habe die alle kaputt gehauen mit dem Angriff, dafür irgendwie geil. Ich heile dich hoch. Oh ne. Kann man geheilt werden? Nein. Jetzt bin ich verflucht. Willst du mich verarschen? Ah. Immer noch. Jetzt immer noch gut. Jokes on you. Ja, wie viel Angriffskraft? Ich müsste jetzt voll viel Angriffskraft haben. Nicht so viel. Ich bin einfach ausgewichen, indem ich in ihn reingerannt bin. Na klar. Anfangen, jetzt geht kaputt. Ist unnötig lang der Kampf. Wow. Ja, wir in den letzten Minuten voll auf der Fresse. Also jedes Mal gleiche. Jetzt irgendwie nicht ein. Komm. 1000.
Bist du betäubt? Du bist betäubt. Na, jetzt schafft das schon. Na komm, Schreck. Sehr gut. Oh mein Gott. Und ich habe noch eine Kugel bekommen. Ausgezeichnet. War ein Kampf. Unnötig lang. Nicht sehr schwer. Und es wird wieder hell. Sehr gut. Oh, hi. ここが稼働を止めたわけではありませんが、手枯れの流出は止まったようです。お礼にあげるね、メガネ。あ、ありがとう。あれ?まだミクリオが見える。私 見えるようになった。ソフィーの純粋な心が生んだ奇跡ですね。適当。じゃあ、これ。もちろん、ただのメガネです。こいつ。ようやくですか。帰れる。アスベルたちのところへ。よかったね、二人とも。ありがとう。おかげで約束、守れるよ。 Und weg sind sie. Zurück zu ihrem Planeten, die sie benötigen. オッケー。どうかしましたか、エドナさん。血脈が活発化してる。え？どういうことだ。大地が力を増してるのよ。つまり、それを器とするマオテラス。ああ。しかし、なぜ突然。活発化ではなく、元に戻ったのか。カースランドの発する穢れは時空を歪めるほどでした。なるほど。 それが大地の流れ、血脈の流れを抑えていたとすれば、俺たちがそれを止めちまったのが原因か。すみません、私が事前に気づいている。それでもやっただろうね。スレイもロズも。言うじゃん。強くなったってことさ。僕選んでやったことだ。後悔なんてない。そうでしたね。強くなります。私。 Windgänger, was? Okay. Jetzt kriege ich erstmal was? Die Wahrheit über die Hexen. Okay. Dragon-Bokjo-Sekai. うまくいかないんだね。ドラゴンを捕まえる力があっても。どんな時代、どんな人たちがいたのかな。そうか。同志殿の無垢道も遺跡を通して人や富とか。お二人は前からそうでしたか。今頃気づくなんてバカな。それは失礼しました。いや、俺も昔はちゃんと分かってなかった。旅に出てたくさんの遺跡を回って実感できたんだ。 遺跡は人の営みそのものだって。それは僕も言いました。無駄ではなかったのですね、この旅は。それ言うのまだ早くない？ああ、まだ見つけてないもんな。俺の夢につながる遺跡をどこかにあるさ、必ず。OK。 Ja, schon wieder 300, 400 HP bekommen. Ja, dann haben wir noch einen Kampf vor uns anscheinend.
Okay. Die sehen aus wie Asterix mit der Farbe. Schwarz oder? Mach mal so. Und ja. Das heißt ja wohl, dass wir nochmal gegen Helldive kämpfen müssen. Oh Gott. Gut, dann beende ich den Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge. Gucken wir erstmal, ob hier noch ein Skit ist oder so. Nein, okay, dann tschüss. Bis zur nächsten, aber dann auch hoffentlich letzten Folge. Let's Play Tales of Systeria. Ich danke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.